Hallo, ich bin wieder unterwegs, obwohl heute nicht so tolles Wetter ist. Boah, soll heute ab Mittag Regen geben und Gewitter. Und da wollte ich vorher noch eine kleine Tour drehen. Deswegen bin ich heute früh gestartet. Es ist jetzt schon kurz nach 8 und bin schon im Wisp. Und möchte von hier aus nochmal ein bisschen hochfahren. Zu einem bestimmten Punkt. Erstmal jetzt Richtung Baron heißt das. Und dann ein bisschen nach oben. Aber nicht so hoch wie sonst. Weil oben wird man, glaube ich, nicht mehr viel sehen und das würde auch viel zu lange dauern. Aber ich glaube, es wird trotzdem schöne Bilder geben, obwohl es heute nicht so tolles Wetter ist. Also wünsche ich viel Spaß dabei. Ich bin hier schon so eine Straße höher gefahren. Man kann einen schönen Überblick über das Tal, aber man kann auch schön sehen, wie dampfig die Luft ist. So ein paar Tropfen waren da schon mal. Ja, so ein schöner Berg hier hoch, aber den fahre ich jetzt wieder komplett wieder runter. Verdammt. Hier befinde ich mich gerade beim Südportal des Lötschberg-Basistunnels, der 2007 fertiggestellt wurde. Nicht ganz so lang wie der Gotthardtunnel, aber auch genauso wichtig. Nun bin ich wieder hier unten an der Rhone und mache noch mal ein paar flache Kilometer bis Raron. Ron ist erreicht, jetzt geht es gleich hoch und zwar da hoch.
komisches Wetter. Tolles Schauspiel immer mit diesen Wolken. Dann sind sie da, dann sind sie weg, dann scheint die Sonne. Jetzt meint man, es scheint gleich die Sonne, dann fängt das an zu tröpfeln. Ach, warten durcheinander. Ich hoffe, das hält aber noch. Einiges schon geschafft. Boah, was eine Luft. Richtig dicke, feuchte Luft hier. Boah, aber weit ist es ja eh nicht mehr. Viel Höhenmeter habe ich jetzt nicht mehr vor mir. Bis zu meinem Ziel sozusagen. Ich stehe hier gerade an so einem kleinen Restaurant, direkt an der Lötschberg-Südrampenstraße der Bahn. Und es wird gerade schön, reißt wieder auf, aber es kann im nächsten Moment wieder anders sein. Deswegen werde ich hier auch keine großartige Pause machen, sondern gleich weiterfahren. Es ist ja auch nicht mehr weit zu der Besonderheit, wo ich hin möchte. Aber die Aussicht ist jetzt klasse, gerade. Hier ist es nun, ein Viadukt, aber aus Metall, der Lötschberg-Trasse über das Tal. Da kann man auch rüber, wenn man gleich sehen. Ja, da muss ich hoch. Also heißt es tragen. Aber das ist nicht hoch. Das geht. Glück gehabt, hier fahren jetzt nicht mehr so viele Züge rüber seit dem neuen Tunnel. Aber das ist auch eine Schlucht hier. Hui!
Die werde ich aber nicht rüberfahren, sondern rüberschieben. Und echt komisch, das ist durchsichtig hier unter. Oh, ist nur Gitter. Hier möchte ich auch nicht vom Gewitter überrascht werden, aber es fängt auch wieder an zu tröpfeln, deswegen werde ich auch zügig wieder runterfahren. Tolles Bild, sehr beeindruckend. Ja, es muss weitergehen. Ich muss runter. So gut sieht das jetzt nicht mehr aus. Weiter, weiter, weiter. Wäre so ein schöner Platz gewesen. Ja, ich muss jetzt schnell runter. Ich muss mich sehr auf den Weg konzentrieren. Und es braut sich jetzt was zusammen. Ich glaube, da fahre ich jetzt lieber zum Bahnhof und fahre mit dem Zug zurück. Ist mir irgendwie sicherer. Das war eine gute Idee mit dem
Zug fahren hierher, wieder zurück nach Brig. Ja, es ging ja leider jetzt sehr schnell. Am Bahnhof kam auch fast leicht der Zug, musste schnell die Karte ziehen. Aber es ging echt flott. Ja, es ist noch nicht unwetterartig, aber muss ja nicht sein. Also ich hoffe, es hat trotzdem gefallen, obwohl das so schnell gehen musste. Aber diese Tour wollte ich ja eigentlich nochmal machen. Und für so einen halben Tag wäre es auch was gewesen. Ja, jetzt ist noch nicht mal 11. Aber es regnet schon. Schade. Aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Also dann bis zum nächsten Mal. Danke fürs Anschauen. Moin Moin. Oder wie ihr hier sagt, Grüezi.